Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Heute spielen wir mal etwas, ein Game. Wir spielen heute ein bisschen oder ein wenig Mario Kart Tour fürs Handy, was ich früher auf meinem alten Kanal, welcher auch zu dieser Fusion, zu diesem Kanal dazugehört, gespielt habe. Und das ist damals eigentlich wirklich gut und cool für die Leute gewesen, also für euch, für die Zuschauer, weil ich immer mal einige Sachen erklärt habe in meinen Videos. Und heute geht es darum, wie man mehr Punkte in Mario Kart Tour bzw. in der Rangliste erhält. Also es ist kein Game Sound jetzt im Hintergrund, das ist aber extra so, weil der ist eigentlich nur nervig. Ich hätte jetzt zwar in der Aufnahme drin lassen können, weil für mich privat ist er eigentlich ja nur nervig. Aber naja, ich denke mal, ist jetzt nicht so schlimm. Das kann ich halt auch dann in dieser Zeit dann halt mehr erklären und wir werden davon dann nicht gestört. So, also ich denke, Mario Kart Tour ist jetzt circa, wann ist rausgekommen? Letztes Jahr im September oder Oktober 2019. Ich bin jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ich meine Ende September. Und es ist halt ein Rennspiel, also ein Mario Kart Titel, aber der funktioniert ein wenig anders als die anderen Mario Karts. Also die normalen Mario Karts für die Handheld bzw. für die Heimkonsolen, das funktioniert halt so, dass du wirklich, es geht nur darum, Erster zu werden. Hier in Mario Kart Tour geht es natürlich auch darum, Erster zu werden, aber es geht halt auch in einem großen Teil darum, einfach die meisten Punkte zu holen und beziehungsweise in den Offline-Rennen, okay, das sind Online-Rennen genauso, man versucht halt die meisten Punkte zu holen in den Offline-Rennen, damit man dann halt die Rangliste spielen kann. Der Online-Modus, ich habe mich damals echt auf den gefreut, auf diesen Online-Modus, aber in diesem Online-Modus ist halt dieses Problem, dass er halt bis auf Missionen, die sehr selten kommen, eigentlich useless ist und eigentlich nur zum Spaß ist. Und welche Gamer spielt denn heutzutage noch zum Spaß? Wir wollen was erreichen. Deswegen spielen die meisten Gamer den Offline-Modus. Und der Offline-Modus ist halt sozusagen auch das Herz des Spiels. Der Online-Modus wirklich nur, um ein paar Punkte zu holen und seinen Online-Rang zu erweitern. Und natürlich auch für den Spaß, weil man hat den Online- und Offline verschiedenen Rang. Aber ich glaube, da wird mir keiner widersprechen, wenn ich einfach mal behaupte, dass das Herzstück des Spiels der Offline-Modus ist, der so halb offline ist, sage ich mal. Also die Rennen, die fährt man offline. Ihr seht, da sind zwar irgendwelche Namen an den anderen Charakteren, aber diese Namen sind halt einfach nur andere Spiele, die rausgezogen wurden, das ein bisschen lebendiger wirken zu lassen, nehme ich mal an. Ja, und man sammelt halt Punkte in dieser Rangliste, wo halt verschiedene Spieler ihre Punkte sammeln und die werden dann halt in diesem Online-Speicher hochgeladen und dann battelt man sich sozusagen gegenseitig in der Rangliste, also wirklich so semi-online, sage ich mal. Man spielt halt wirklich nicht direkt gegeneinander, aber dann halt in der Rangliste dann doch irgendwie schon. Ja, und in dieser Rangliste geht es dann halt darum, wer die meisten Punkte holt in einem Cup. Ein Cup besteht hier in Mario Kart Tour, ich weiß gar nicht, wann sich das Ganze in so ein Erklärvideo umgewandelt hat, aber naja. Ein Cup besteht immer aus 3 Rennen, nicht aus 4, wie man es halt in den anderen Titeln kennt. Ich habe 2-mal Fehler an dieser scheiß Stelle gebaut, ich weiß auch nicht wieso. Wie man es halt von den Heimkonsolen oder vom DS her kennt, da besteht nämlich ein Cup immer aus 4 Rennen, aber vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, ich weiß, es ist mittlerweile schon alt, obwohl es mir immer noch so vorkommt, als ob es erst gestern released wurde. Mario Kart DS hatte ja diese Rennmissionen, die sind hier so ähnlich in einer kleinen abgespeckten Variante und meistens auch immer viel zu einfach in die Cups mit integriert. Also besteht, wie ihr da schon gerade gesehen habt, ein Cup aus 3 Strecken, wo ihr halt um die Wette fahren könnt und um ein Missionsding, sage ich mal, die normalen Strecken, da erreicht man 5 Sterne maximal und in den in diesen Missionen nur 3. Also man kann insgesamt 18 Punkte in einem Cup holen und man sammelt halt diese Punkte, um halt verschiedene Geschenke zu ergattern. Dann gibt es in Mario Kart Tour aber dann auch noch den Goldpass. Und der Goldpass ist halt ein zusätzliches Add-on, sage ich mal, wo man halt monatlich Geld bezahlt. Das war anfangs nur 1,99, glaube ich. Und jetzt mittlerweile sind es schon, das fand ich irgendwie auch schon ein bisschen frech. Es wurde wahrscheinlich irgendwo, wurde ich wahrscheinlich informiert, aber es war halt so, dass ich halt selber nicht gemerkt habe. Der wurde dann irgendwie auf, glaube ich, 5,49 irgendwann erhöht. Ja, ich sag mal so, also
Ich spiele das Spiel wirklich seit September, außer ein, zwei Wochen, wo ich vielleicht mal Pause gemacht habe, spiele ich das Spiel eigentlich täglich, weil es macht eigentlich Spaß. Das Spiel treibt diesen Sammelfaktor an und ja, ich sag mal, 5,49 kann man im Monat dann mal verkraften, aber wenn man es dann mal wirklich auf die Dauer rechnet, ist es halt echt viel Geld für so ein Handyspiel. Es ist zwar, glaube ich, ist das mit dem Game, ich glaube doch, ich meine, das ist mit dem Game Center gekoppelt. Und du hast auch noch deinen Nintendo-Account. Also der Account geht schon nicht verloren und die Errungenschaften auf diesen. Aber trotzdem, es ist schon viel Geld, weil Nintendo, was man eigentlich nicht so von Nintendo kennt, weil von Sony, Nintendo und halt Microsoft, Nintendo eigentlich immer die am wenigsten verlangen für irgendwas. Und ja, Preise sind halt hier von Nintendo in diesem Spiel schon echt dreist gemacht. Das muss man schon echt sagen. Die sind teilweise echt hoch. So, und das war's auch schon mit diesem Video, mit meiner Erklärung. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr auch nochmal in Zukunft Mario Kart Tour Videos sehen möchtet. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Leute, und ciao.